Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Scum-Video. Ja, ich fand den Anfang irgendwie witzig heute. Und ich sehe es gerade selber auf dem Monitor. Mein T-Shirt passt unglaublich gut zu dem, also mein Pullover, der passt unglaublich gut zu dem roten Weihnachtsmannkostüm. Nein, gar nicht. Ich fand es irgendwie witzig, dass ich selber der Scum-Typ bin. Und ja, wollte heute mit euch eine ganz, ganz kurze Folge Scum machen, weil ich habe echt Zeitdruck. Aber ich wollte trotzdem ein bisschen was raushauen. Und zwar, weil die Community mir so krass entgegengekommen ist mit den Schnitzeljagd-Kram, wollte ich euch jetzt eine Q&A-Folge bieten. Das heißt eine Question- und Answer-Folge. Ja, in Influencer, so heißt das ja heutzutage auch, also YouTuber-Kreisen, heißt das so, dass wir miteinander quasseln, also über der Folge hinaus. Ihr stellt jetzt in den Kommentaren übelst viele Fragen. Und ich werde die in der nächsten Folge alle beantworten. Ja, ich mag Technik. Ich komme. So, gehen wir mal auf Fortsetzen. So, ich gehe auf der Map. Ich habe jetzt nicht großartig was vor bei Scum. Ich wollte vielleicht ein bisschen was tun. Vielleicht legen wir uns mal mit einem Mech an. Nein, Quatsch, mit Soße. Und ja, wie gesagt, es wird eine Frage- und Antwort-Folge werden. Das heißt, ihr könnt sämtliche Fragen stellen, egal welche. Ich muss aber mal ganz kurz das umstellen. Ich sehe das gerade, das sieht nämlich furchtbar gezoomt aus. Eigenschaften konfigurieren, so in den Normalzustand bringen die Cam. So, okay, keine Ahnung, hier ist sie überall scheiße, die Kamera, ne? Passt eigentlich hier nirgendwo hin. Also, die ist auch nur für die heutigen Folge da. Einfach nur, weil es halt eine Q&A-Folge ist. Na, ich stehe überhaupt nicht auf diesen amerikanischen Mist. Aber ich fand es doch ganz interessant. Denn ich denke mal, das ist eine der meistgeguckten Videos auf meinem Kanal. Und die Steffi hat sich gerade neben mir gesetzt und geht mir jetzt auf den Keks und qualmt mir alles voll. Und, machst du einmal die Kamera an? Musst du jetzt hier rumpusten? Hallo. Herrlich. Gut, dass ihr jetzt zum Beispiel, egal welche Frage ihr stellt, ich werde im nächsten Video das Antwortvideo darauf machen und ihr hört dann, was ich darauf antworte, auf jeden Kommentar. Außer das wird ausgeblendet von YouTube, weil es halt so viel Spam beinhaltet, dass ich da natürlich safe bin. Nein, aber ihr könnt jetzt jede Frage stellen, in die ihr Lust habt, und ich werde wahrheitsgemäß dann darauf antworten. So, wo bin ich überhaupt jetzt? Wartet mal. Ich will noch in den Bunker schaffen heute. Also, ich bin bescheuert, ich weiß. Ich habe in den Kommentaren gelesen, die bis jetzt kamen. Einer hat sogar geschrieben, ich habe Eier in der Hose, weil ich das versucht habe. Natürlich habe ich das versucht. Ist ja nur ein virtuelles Leben. Da habe ich jetzt nicht so eine große Angst. Aber ja, das Ziel dieser Folge, die auch sehr, sehr kurz gehen wird, nur weil ich wahrscheinlich gleich sterben werde, dann zu meiner Leiche zurücklaufen muss, sie wieder looten und dann vorsichtig entkomme. Ja, besteht eigentlich nur daran, ihr sollt Fragen stellen in den Kommentaren und ich werde im nächsten Video, also das wird dann morgen, genau, also wenn ihr diese Folge guckt, bin ich eh auf der Arbeit und kann mich hervorragend darauf vorbereiten, was ich dann antworte. Nein, ich werde einfach wahrheitsgemäß antworten. Das wird auf jeden Fall ultra witzig für euch und für mich, denke ich mal. Und ja, haut raus. Also ich werde echt alles beantworten, was ich kann. Also ich versuche es jedenfalls. Ich habe es schon mal geschafft, in diesen verkackten Bunker reinzukommen. Warum schaffe ich es denn nicht nochmal? Mann! So, der macht mich echt wahnsinnig. So, Fragen wie, wann hast du mit YouTube angefangen und sowas, die beantworten sich ja eigentlich selber, wenn man auf den Kanal Informationen geht. Und da könnt ihr euch das ja selber schlau machen. Aber wenn ihr diese Frage stellen wollt, stellt sie ruhig. Es wird auf jeden Fall, ich glaube, keine Ahnung, wie lange das Video dann gehen wird, eine Menge Fragen geben. Und ich hoffe auch ein paar lustige dabei. So, wartet. Also ich hätte jetzt als nächstes den Bunkereingang, das wäre nicht das Dings da. Oh Gott, komm. Machen wir ein bisschen Action heute. Hä? Mit Cam ist scheiße. Ich merke das schon. Also ich habe das Gefühl, ich bin doppelt angespannt. So, gut. Aber wie gesagt, also das Video gilt jetzt nicht, den Bunker reinzukommen. Das wird wahrscheinlich aber der Fall sein.
oder das Sterben. Es gilt ja halt, diese nächsten Folge die Antworten dann zu bekommen. Also es könnte ganz witzig werden. Also wenn ich den das beschieße, was ist denn eigentlich? Also doch angestachelt. Ich hasse dich, du stinkender, hässlicher Roboter. Alle. Hat genau gepasst. Ist halt nicht perfekt. Boah, ist die Animation von der Waffe gut, ne? So, weiterhin interessiert er sich nicht so großartig für einen. Was aussieht, ey? Ich gucke ja eingezelt auf den Monitor. Ach so, ich habe es fast vergessen. Auch wenn es ein Frage-Antworten-Video wird, habe ich natürlich Top-Kommentare. Das erste Top-Kommentar heute ist von lieben Don Strangulator. Wow, was für ein Ausraster. Ja, ich bin echt ausgerastet. Mal sehen, was die so als nächstes reinpatchen. Eine Geige fehlt noch oder Bongos? Eine Triangel vielleicht? Alles andere, was man so für Überleben braucht, wäre doch voll Quatsch. Also ich habe mir das wirklich billig vorgestellt, wie wir dann da mit einem neuen Patch mit Bongos sitzen und auf unsere Bongos rumklatschen und nichts anderes dazu bekommen haben, weil die Entwickler echt verpeilt haben, da wirklich Inhalt reinzukriegen. Und ich habe langsam Sorge, dass wir mit diesem Spiel dann zu Ende gehen, alle, und haben halt eine geile Zeit gehabt mit Scum, ne, aber das war's dann. Also da macht mir das, ich mache mir echt große Sorgen, weil das Spiel massiv Potenzial hat, um ja wirklich geil zu werden, ne? Also in einem Bunker jetzt Eingang, da ist das Loch. Wir müssen einmal den Mech beobachten, hier vom dicken Baum aus. Das zweite Kommentar, was ich ziemlich geil gefeiert habe, ist: Hört auf Kommentare zu schreiben. Ich will auch mal Top-Kommentar werden. Dennis, komm, du bist Top-Kommentar geworden. Herzlichen Glückwunsch. So. Jetzt ist die Frage. Jetzt will ich mal so Tetris-mäßig oder logisch vorgehen. Der Entwickler, der war ja nicht dumm. Der hat ja die doofen Mechs dahin gebaut, dass die ultra stark sind. Wo geht der Pillemann lang? Da ist die Luke und der geht einen riesen Weg da lang. Seht ihr? Also sobald der hier weggeht, von dem Weg hier, ich zeige euch den mal ein, geht er da oben weg. Und in der ganzen Zeit könnte man in der Luke reingehen. Jetzt dreht er halt natürlich um. Oh, der arme Weihnachtsmann. Und kommt jetzt erst wieder. Jetzt könnte er dich erst wieder sehen. Wenn du nicht zu langsam warst. Also haben wir eigentlich dicke, fette Zeit, aus diesem verkackten Bunker oder in den verkackten Bunker reinzukommen. Sorry. Wartet. Ich trinke ein nicht YouTube-taugliches Getränk. So, jetzt geht er weg. Und jetzt können wir loslegen. Eigentlich dürfte er sich nicht mehr umdrehen. Wenn er das jetzt kann, dann staune ich. Aber fragt man nicht nach Sonnenschein? Ja, dieses jetzt nach rechts gucken gleich, könnte dir das Genick brechen? Also ich habe allen analysiert und logisch gedacht. Oh Gott, ich habe logisch gedacht. Jetzt könnte er dich sehen, wenn er oben wär's. Das heißt, du musst da eine Sekunde warten. Aber jetzt laufe ich ja hinter ihm sozusagen her. Zu schnell. Muss die Luke abwarten. Boah, ist sie langsam. Und darf runterklettern. Haha! Ich bin im Bunker. Ich habe dich geschlagen, du Dreckpiss-Stinkroboter! Ich habe dich analysiert und ausgetrickst. Und dann, ihr seht mich ja, ich muss ja aufpassen. Ich guck, macht wirklich immer so Visagen. Der Weihnachtsmann ist im Bunker und kann looten. Yeah. So, eigentlich ist es, wie gesagt, ein Frage-Antwort-Video. Ihr dürft heute die Fragen stellen und ich werde morgen antworten. In der Folge Schokolade. Die habe ich mir verdient. Och, was, man, Zucker ist nicht mehr bei 1000%. Oh, Schreck, oh, raus. Oh, Darmvolumen. Also die Folge wird heute mit Koten enden, denke ich mal. So, wir sind in Sicherheit. Es kann nichts passieren. Wir sind im Bunker. Das heißt, wir müssen noch lebend rauskommen. Denn das
Antwortvideo könnte eventuell auch verbunden sein mit der nächsten, ihr wisst schon, Schnitzeljagd, aber ich glaube eher weniger. Ich hoffe, der liebe Opa Poison hat sich ein bisschen erholt. Den wollte ich jetzt ein bisschen schonen. Der ist wirklich sehr eifrig, muss ich sagen. Der ist ja wirklich Tag und Nacht auf dem Server, ne? Der gibt ja immer alles. So, also nicht auf den, auf Discord. So, lass uns mal durchsuchen. Also wir gönnen uns jetzt den Inhalt dieses... Okay, das war dumm. So. Dieses Bunkers. Also ich habe den Eindruck, es gibt mehr Loot. Kein Scheiß. Auf einen Schlag. Als ob das Spiel das so intern so ein bisschen verbessert hätte. Ach, genau das, was wir brauchten, Mann. Ist ja genial. Und ihr wisst ganz genau, was ich vorhabe heute noch. Diese ganzen hässlichen roten Kugeln fliegen gleich einen hässlichen blöden Mech hingegen. Und ich werde ihn töten. Aus Rache. Und ich werde diesen Moment feiern. Ähnlich eines Geburtstages. Scheiße, warum habe ich die Facecam bloß angemacht? Aber das war am Anfang so lustig. Der Gedanke war so gut. So. Stiefel, Shirts, so ein Scheiß findet man jetzt. Wir sind doch perfekt ausgestattet mit einem Weihnachtsmann-Kostüm. Was wollte ich denn mehr? Wie lange geht das jetzt schon? Erst 11 Minuten. Oh je. Hm. Ja, das braucht der Timmy bestimmt. Limettensaft. Rein in den Balk. Ach, 1000 Zucker. Pui. Das brauchten wir dringend. Zap. Und ja, meine Aussage immer noch zum Spiel, dass ich glaube, dass die Entwickler das gerade töten, die bleibt bestehen und wurde tatsächlich sogar durch einige Kommentare gefestigt, denn mir haben sehr viele Leute nicht nur über YouTube, auch über anderen Medien bestätigt, dass sie kein Scum mehr spielen, weil ihnen das so öde wird. Was ich absolut nachvollziehen kann. Ich bin auf jeden Fall der Community kein Stück böse, wenn sie sagt, ich spiele jetzt kein Scum mehr, weil es macht ja keinen Spaß mehr, ist ja nichts Neues. Absolut verständlich. Wir sind gewohnt als Menschen. Und wir haben eine unglaubliche, gigantische Auswahl an Spielen, die uns zur Verfügung stehen auf Steam etc., was es noch alles gibt. Und ja, wenn das Scum nicht nachkommt, dann hat Scum Pech, muss ich einfach sagen. Dann müssen wir halt leider was anderes spielen. Ist so. Ich habe auch heute zum Beispiel... Oder gestern besser gesagt, meine erste Folge Star Wars Battlefront, wollte ich gerade sagen, Battlefield 5 gespielt. Und ich war sehr angetan von dem Spiel. Ja, es war zwar nur die Trail-Version, aber ich war sehr angetan, weil es ziemlich geil war. Ne? Und schwuppdiwupp, liebe Scum-Entwickler, vergisst man Scum. Das geht ganz schnell. Das ist nicht böse gemeint an Scum selber, aber es geht schneller, als man gucken kann. Und ruckzuck erinnert sich keiner mehr an das Spiel. Das geht wirklich fix. So, aber die Entwickler scheint das nicht zu stören. Die haben ihre eigenen komischen internen Probleme, die ich absolut nicht nachvollziehen kann. Und will mich da natürlich auch nicht mit denen anlegen. Gottes Willen. Die ist, glaube ich, zu, die Tür, ne? Die kriege ich nicht auf. Hier mal vielleicht noch ein Snackchen. Ja. Okay. Mein Ziel ist ja eigentlich, hier gar nichts zu fahren. Das nasse Gerät habe ich jetzt nur eingesteckt, damit ich es verschenken kann. Ich esse noch ein MAE mit Thunfischsalat. Lecker. Perfekt ist es, okay. So, ist das schon der Ausgang? Ich glaube nicht. Also wenn die Facecam jemanden stört, also sie war heute nur wegen dem den Spezialeffekt da, dass ich der Typ, das Gesicht bin. Mehr nicht. So, da sind wir schon. Wow, der Bunker ist echt mini. So, ich darf nur nicht auf D drücken, dann wird's peinlich. Der wird sterben. Gute Nacht. Oh. Boah, die Wehrschläge sind der Hammer. Er sieht mich nicht. Das ist das Witzige daran. Der sieht jede kleine blöde Locke, die aus meiner Birne stößt. Aber er sieht mich hier nicht, wie ich um die Ecke gucke. Ne? Da weiß man doch, wie die Hitbox aussieht. Du kriegst aber jetzt eine Menge Schrot ab, du hässlicher Roboter.
Komm, nicht wegrennen, nicht wegrennen. Du bleibst da schön stehen. Wir haben ein Date, Alter. Und du killst mich nicht, wenn ich hier rausgehe. Boah, die Querstelle ist so hammergut, ne? Das war's, glaube ich. Guck mal, der sieht mich nicht. Überleg das mal. Das sieht der nicht. Das nicht. Aber der sieht, wenn meine behinderte, blöde Unterhose auf ist und ein bisschen Vorhaut rausguckt. Das sieht der. Ja, der guckt da doof, ne? Das ist ein Gameplay-Fehler, aber was soll man da? Was für Querschläge haben wir, ey? Gerade kurz vor meiner Nase. Du hast mir eine Menge Fanpoints gekostet. Und weil ich trotteligerweise falsch geklickt habe, sogar noch mal 50, du elender Bot. Rache. 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 Und er geht nicht weg, das ist super. Ups, das war neben. Wie kann der Querschläger denn dahin landen? Das verstehe ich gar nicht. Der müsste doch nach hinten wegfliegen und nicht direkt vor seine Nase. Wir hatten ein Date, mein Freund. Und das habe ich heute wahrgenommen. Komm, ich brauche 400 Fame Points. Yeah, baby. Nicht so viel Damage zu machen. Ne? Die AK ist aber am stärksten. Aber ich werde nicht einfach die Finger, die biegen sich wieder rein. Ein ganz verwirrter arme Roboter. Oh, da tut mir aber leid. Du alles sehendes Stück Scheiße. Du wirklich alles sehendes, aber das hier nicht. Hallo, das siehst du jetzt nicht? Wo die Kugeln sogar herkommen? Das sehe ich alles in Terminator. Ah, Fanpoints sind aber nicht so gut. Hätte ich mehr erwartet, tatsächlich. Total verwirrt, der arme Kerl, ne? Ich hab kein Mitleid. Da ist noch eine Menge Kugeln drin, mein Freund. Da sind noch eine ganze Menge Kugeln drin. Oh, das tut. Oh, das tut so gut. Lalalalalala. Du siehst mich nicht, ob der Finger sich mal biegt. Das war noch keiner. Oh, Schuss. Ja. Oh, der guckt voll in meine Richtung. Aber macht nix. Boah, wie lange das dauert. Aber oh, meine Fame Boys kommen alle wieder. Die kommen alle wieder. So. Weiter geht's. Was, geht er gleich in die Knie oder geht er nicht in die Knie? Was meint ihr? Also die Schrotpatronen ja als allgemein, also ich glaube auf dem mechanischen Ziel nicht viel Schaden ausrichten. So ein Projektil, so ein einzelnes macht wahrscheinlich mehr. Ah, das will ich sehen. Nicht so kurz. Manche fliegen, glaube ich, sogar daneben. Boah, wie viele Schuss waren das jetzt schon? Hat das mal einer mitgezählt? Ist ja irre. Ist gleich leer. Deine Mutter ist ein stinkender Haufen Robotermüll. So. Da oben, der guckt drüber, müssen wir aufpassen. Ernsthaft. Ich nehme mich auch noch mit. Komm. Ich lösche euch alle aus. Ich lösche euch alle aus, ihr stinkenden Scheißroboterhaufen. Das muss runterkommen da oben. Das haut er ab. Also wir dürften eigentlich Entspannung empfinden. Wo? Oh. Ich hasse Maschinen. Jetzt verstehe ich die Leute bei Terminator. Er kommt wieder. Oh, dahinter sind wir ja sicher.
Da kommt der Dach nicht hier. Ernsthaft. Alte Potsau. Jetzt kommt der wieder. Nein, tu's nicht. Duty West, die hört sich mega krass an, ne? Aber die ist doch blau. Hat aber dieselben Slots. Nein, dann komme ich, keine Sorge. Ich weiß ja, wo ich hingehen kann. Oh, ich würde dich so gerne wegblasen. Boah, krass. Das ist wirklich verdammt da. Ich will nicht. Hau ab. Nase kratzen. Mann, Facecam, Scheiß. Was? Das ist schon ein schlechter Scherz gewesen jetzt, oder? Nein, ich werde mich nicht darüber aufregen. Ich werde mein Loot holen und werde da wegspazieren, weil das war jetzt wieder eine Sauerei. Das war wieder so ganz typisch Mesh-Scheiße. Warum konnte der mich so wegpusten? Boah, krass, sind wir da dran. Boah, ausnahmsweise mal. Aber warum? Was war das denn jetzt? Taktisch gegessen, tot. Ne, ich reg mir die auf, ihr wollt das nur hören. Ist eine Frage- und Antwort-Folge und ich will mich gar nicht so ganz derbe darüber aufregen. Nein. Krieg den Loot ja auch locker wieder, der Mech ist ja tot. Der andere dürfte mich ja eigentlich gar nicht sehen. Mann! Was hat er vergessen mit dem Zombies? Jetzt muss ich mich schon wieder beim nächsten rächen. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist das für eine Welt? Außer ist gut. Nein. Ich hab's ja gehört. Wie viele Zombies sind hinter mir her? 30, 40, 120? Was? Nicht mal Tagessinn. Hört er auf mich zu jagen, der Zombie? Ja, ne? Doppeltes Problem. Und der hat mich jetzt im Visier. Jetzt ist er weg. Gut, wir machen einen entspannten Weg. Ja, ist gut, ist gut. Guck mal, Tim hat das im Griff. Das war jetzt wieder super unfair. Das war jetzt wieder so ganz typisch. Du machst so eine epische Folge bei YouTube, wo du dich rechts an dem Mech, ne? Was so halbwegs nur geplant war, weil ich mir nicht sicher war. Und du schaffst es. Und dann kommt der andere Mech einfach mal so. Und macht dich platt. Mit einem Treffer. Und du denkst nur, hä? Was soll ich denn jetzt noch machen? Was soll ich denn da noch sagen? Soll ich jetzt irgendwas Tolles über das Spiel sagen? Das geht gar nicht, weil es mich einfach nur ankotzt. Mit diesen Mechs, ne? Weil das albern ist. Er kommt einfach angelaufen. Du kannst dich nicht verstecken. Ich stand hinter einer verkackten Kiste. Wieso trifft er mich denn? Und wieso sieht er mich denn? Ich versteck mich doch sogar. Wenn das nicht geht, dann hat das Spiel ein Riesenproblem. Loch, da. Also meine Leiche liegt ja da sicher neben dem toten Roboter. Der Roboter lebt. Ehrlich, hast du nichts anderes zu tun? Der Roboter lebt wieder. Er ist also respawned. Innerhalb von 0,2 Sekunden. Und wenn ich da stehen bleibe, bleibt er für immer weg. Nennen wir das Realismus, liebes Spiel? Das ist nicht mehr eine Leiche mitten da. Mit allem Kladderadatsch. Mit allem. Da komme ich nicht mehr dran. Ich gucke in meine eigenen Facecam. Und sage, was soll das? Ja, schieß auf mich. Du unglaublich Langeweile habender blöder Roboter. Da liegt die Leiche, sehe ich sogar. Mit einem Zombie? Na, wir klettern mal ganz gemütlich. Was soll denn passieren? Soll er den Scummy hier wegschießen? Sieht mich bestimmt hier oben nicht. Ja, Pistolenmagazin. Ja, Messer. Ja. Mach ich den Roboter mit Platz. Also, das haben wir jetzt folgendes Problem. Ich habe meinen gesamten Loot verloren. Aber der liegt zwischen den Kisten. Vielleicht habe ich da doch Glück. Ach, ey, ich wollte nur eine kurze Folge machen.
Ja, klar. So einen Bewegungssensor haben die bei der NASA nicht mal. Nicht mal die können so gut Asteroiden oder Satelliten beobachten, wie der irgendeine Bewegung, die überhaupt nicht dazu passt. Ist ja nicht so, dass hier überhaupt Bäume sind, die sich bewegen und sowas, ne? Das spielt überhaupt keine Rolle. Nein, der kann einfach alles sehen. Der kann einfach alles sehen. Ah, ist das ein Schrott. Muss bewegen. Jetzt müsste ich dahin, wo die Kisten liegen. Ach komm, scheiß drauf. Was machst du denn da? Was soll denn das für ein Blödsinn? Na, jetzt krieg ich da nicht hin. Darüber zu krabbeln. Ach, kletter einfach. Oder fall runter. Mach irgendwas. Ja, erstmal. Sehr klar. Eine Trillion HP Schaden. Weil er auch 4 Kilometer tief gefallen ist. Der Supersoldat. Ah, ich sag gar kein Soldat. Kann ich durch den Baum schauen? Also, unsere Loot müsste zwischen den Kisten liegen. Ich sehe ja die Leiche. Wir müssen ja nur dahin kommen. Wenn ich zu dem Baum da hinten komme, sieht mich wahrscheinlich der andere Hurensohn von mich. Ach so, habe ich Hurensohn gesagt. Ich wollte eigentlich Sohn einer Hure sagen. Ich habe ja nichts zu verlieren. Alles gut. Großer Baum. Fällen. Geht nicht. Ich habe keine Ahnung, wie schlau das wäre. Wenn ich mit dem meinen Weihnachtsmann loot, da liegt der Weihnachtsmann. Wenn er wegkommt, wäre alles gut. Ups, das war zu viel bewegt. Da liegt doch sein Kollege noch. Mann, das war so ein Erfolg. Nicht rennen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie läuft der denn jetzt? Ich weiß, ihr habt Freude an der Scheiße. Man krabbelt aber auch so lahm. Scheiß auf den Loot hier, ich hab meinen eigenen. Ich muss den ausziehen. Geht aber. Wir können auch so in den Bunker kommen. So wäre ich in den Bunker gekommen. Krass. Nein, die will ich haben. Hauptsache, die Eier sind ausgepixelt. Ich lach mich tot, ey. Habe ich jetzt wieder alles? Tatsächlich? Wie könnte ich den bloß wieder platt kriegen? Ist das wirklich alles? Ich habe das Gefühl, ich habe es verloren. Ich will gleich wieder alles verlieren. Scheiße. Ich will nach Hause. Also ich glaube, mehr kann ich hier nicht verarschen, die Bots. Dass er wieder da ist, ist eine Gemeinheit, finde ich. War es schon wieder, weil ich außersehen mit dem Maus dazu schnell gescrollt. Mann. Beruhig dich wieder, Robby-Roboter. Nein, der muss wirklich pinkeln. Hör auf. Ich loote. Bin frech. Nein, ich konnte nicht so schnell drehen. Weil er wieder... Oh, eine Blendgranate oder irgendwas, um den Roboter zu blockieren. Mehr nicht. So wenig Inventar vor. Oh. Denk an die Frage- und Antwortrunde. Er muss pinkeln. Ich wette, er wird einfach rennen und pissen. Hat er immer noch ein Nachtsichtgerät auf? So, wie kommt mir jetzt? Ich habe eine Idee. Das war schon zu weit gelaufen. Ich habe eine Idee.
Weil so viel gekommen sind, können wir wieder gehen. Blödsinn. Ganz entspannt. Nicht Target engaged. Nein. Oh. Wir sind safe. Ich glaube, ich bin safe. Oh, er muss pinkeln. Da muss sowas von pinkeln. Was kann er aber hier, oder? Ich mach's jetzt einfach. Was er beim Laufen macht. Oh. Was für eine Entlastung. Nein, hey. Der ist auch wieder lang gelaufen. Geh doch. Du idiotiges, dummes Schwein. Warum geht er denn da lang auf einmal? Der geht auf einmal andersrum. Das hat er nie gemacht. Nie. Aber die Kiste ist gut hier. Alles gut. Da ist gar keiner. Haha, hast dich vertan. Du stinkender Scheißhaufen von Roboter. Der ist auf einmal andersrum gegangen. Ich bin doch nicht blöd, oder? Ich renne die ganze Zeit. Ich könnte hier reingehen, aber ich will dahin. Weg. Boah. Heilen können wir gleich. In Ruhe. Wieder eine kleine Highlight-Folge. Sorry, das war gar nicht geplant. Mann, würde ich gerne auf dich schießen, du mieses Stück Robotermüll. Aber die sind so absolut überperfekt. So, hier könnt ihr mich jetzt erstmal heilen, oder? Ich hatte eine Bandage aufgenommen vorhin. Hier in der M16? Wieso das denn? Nein, der kommt, der ist nie bis nach hier gelaufen. Unmöglich. Einfach weil ich sie habe. Viel zu spät losgelaufen. Oh, Freiheit. Das Loch tut so gut. Das schönste Loch, was ich je betreten habe. In Scum. Ich will da in der Hütte jetzt erstmal hausen. Und mach für heute dann auch Schluss, weil das ist... Das ist nicht gut für mein Herz. Das ist nicht gut. Immerhin hat er eine M16 in der Hand. Einfach so. Aber das für eine schönere Hütte kann man doch wohl jetzt nicht finden zum Entspannen, oder? Ohne Mechs, ohne alles. Ich habe irgendwie ein Knurren gehört. Wir haben mich tot gemacht, alleine. Aber der ist dann einfach wieder da gewesen. Nein, ja klar. Wir tauschen alle gerne eine M16 aus gegen eine Mistgabel. Das macht total Sinn. So, meine neue Hütte für heute. Und hier werden wir die nächsten Fragen beantworten. Und eine Sache werde ich nicht tun. Und zwar Mechs begegnen in der Frage-Antwort-Runde. Habe ich aber auch in der Folge gesagt. Bis zur nächsten Folge. Mein Gott, was für ein Spiel.